Heute gibt's eine Folge dicke, dicke Action. Ich habe auf Fjordo eine kleine Base gefunden. Und das Gerüst ist auch völliger Quatsch. Also das können wir machen und dann ist jetzt die Frage, wozu das gehört. Da oben ist da oben nicht die Schneecave? Und ein kleines Stückchen weiter schien noch eine weitere Höhle zu sein. Da vorne stehen schon Turrets. Wir hatten also zwei Spots zur Auswahl. Zwei verschiedene Tribes, die direkt nebeneinander bauen. Lol, Puste, wir machen einen Double, Mann. Das kann nicht sein, guck dir das an. Das ist deren Outside-Defense von der Ice-Ding hier. BLDX. Ja, guck mal hier, die haben draußen einfach nur auf dem Boden ganz viele Turrets. Das ist halt beides Quatsch. Aber die BLDXs sehen auch noch mehr Quatsch aus irgendwie. Ich weiß nicht, du kannst entscheiden. Nee, kann ich nicht. Wir mussten uns entscheiden, welchen der beiden Spots wir angehen. Und weil er etwas spannender aussah, haben wir den ersten genommen. Where we fubbing. So, dass wir da richtig geil von oben. Lass hier fubbeln, ich place ein Bet. So, ich hol Fob-Stuff und sowas. Ich find's so ganz gut. Wir haben einen Personal Vault für den Chef, einen für den Pustefix. Den Stinkmoolin. Finde ich ja ganz geil an sich, muss ich gestehen. Ja, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich finde es so geil, dass die Base endlich sortiert ist, ne? Wir haben alles hat jetzt seine Ordnung. Wir haben keinen Humbug mehr, weißt du? Ja, hast du vollkommen recht. Bist du denn bereit für den Raid? Nee. Traust du es dir zu? Absolut nicht, nee, leider gar nicht. Wir haben alles vorbereitet und jetzt geht es los. Ich spawne im Bett. Mal gucken, ob ich down gewichst werde. Machst dir aber auch irgendwie mal ganz komische Sorgen. Hä, Mann, noch Leute. Ja, Alter, als ob die da jetzt seit einer Stunde stehen und einfach nur warten, dass du da auf dieser Steinfoundation spawnst. So, ein Turret steht. Lass mich kurz noch die anderen Turrets placen und dann kannst du rein. Ich bin noch gar nicht im Upload. Okay. Ich farm hier schon mal die Bäume weg. Bin sehr gespannt jetzt auch. Kann ich in dem Bett spawnen? Ja, da bist du. Wo ist denn die Base? Hier ist der Gen, hier. Ja, in welche Richtung ist die Base? Hier runter, guck mal die Klippe down. Dann siehst du... Ja, das ist da vorne schon deren Shit. Über uns sind auch schon zwei Heavys an der Klippe oben. Das ist crazy, wazy, mazy, snazy. Das ist trotzdem totaler Quatsch, was die gemacht haben. Die Turrets stehen auch außen, ne? Außen am Gerüst. Seht ihr das? Ja. Also die Turrets, die stehen ganz außen, meine ich. Okay, ich nehme jetzt Vorschläge entgegen, wie wir den Lachsaal angehen. Ich würde einfach von oben drauf springen erstmal. So, Puste, wie stellst du dir das vor? Soll ich einfach mal probieren, wie ich mir vorstelle? Ja, probier vor, wie du es dir probier. Guck, kannst du zugucken, dann siehst du entweder jetzt, wie wir es machen oder wie wir es eben nicht machen, okay? Zindamin. Du bist auf jeden Fall sehr weit oben, ne? Ja, ich weiß. Hast du Höhenangst? Oder geht's? Nee. Okay, er zündet. Er ist drauf. Wechsel zu Flak. Hab ich doch schon. Da fitzt sich, ne? Dich fitzt sich oder geht's? Pustefix ist oben drauf gelandet, hatte nicht genug Rockets mit und ist dann reingehuscht. Und dann musste er etwas Ernüchterndes feststellen. Ich glaube tatsächlich, die haben hier legit nur den Tower hingebaut, weil hier drin ist gar nichts. Männers, was habt ihr gemacht? Wie war das? Wie konnte das passieren? Du hast es hier gescoutet. Ich würde sagen, das schieben wir einfach mal auf dich. Finde ich dann tatsächlich nicht so nice. Ja, ich mache meinen Stego ready. Wir nehmen die anderen hier, ne? Die Nachbarn, Jungs. Ist euch klar. Ja, aber können wir die Fob da stehen lassen, oder? Ja. Das ist eine Fob für einen doppelten Raid. Wir haben hier die 2-in-1-Paket haben wir gebucht. Keine Ahnung, was da los war, aber vor der Cave stand nur der eine Skelly. Die Cave war leer und ein Raid war dementsprechend sinnlos. Aber zum Glück hatten wir das 2-in-1-Paket. Ein paar hundert Meter weiter war eine Ice Cave. Ja, also hier ist halt alles voll mit wilden Dinos. Sonst ist hier wirklich gar nichts. Okay, dann nehmen wir den. Das ist irgendwie ein bisschen dumm jetzt. Und die haben ja auch einen Outside-Gen, den sollten wir vielleicht erstmal pushen. Checkt ihr es, was ich erzähle? Checkt ihr es? Nein. Nee. Da ist ein Tech-Gen, den müssen wir... Aber ich höre dir auch gar nicht zu. Die Nachbarn sind on. Die haben da zwei Tech-Gens, beide outside. Da würde ich wahrscheinlich sogar mit einer Tech-Rifle eventuell reinkicken. Okay, und so, Fob für den Vollgerät ist suboptimal platziert. Ach, Quatsch. Die haben halt wirklich sehr viele Turrets einfach auf dem Boden stehen. Okay. Erst den Outside-Gen, dann die Cliff. Oder wir machen Tech-Rifle-Yolo-Drop auf den Gen. Bam, 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 bam. Ja, das machst du gleich. Och Mann, Leute. Ja, das machst du gleich. Weil hier wird schon wieder so, ich merke schon wieder Vibes in Richtung... Simi macht alles falsch. Ja. Nein. Also das ist richtig erstmal, aber das meine ich ja gar nicht. Ich habe ganz ungemütliche Stimmung hier. Oh ja, guck mal, die Turrets gehen hier auch noch hoch. Und rechts darüber sind sie auch. Ich glaube, ich sollte hier, wo ich bin, hier hinten, sollten wir sicher sein, oder? Ja. Ja. Dann mal. Kann sein, dass ich mit Raid meinen... Schmu, warte mal. Bist du dumm oder was? Was denn? Jetzt haben wir dasselbe Geschlecht. Nein, geht jetzt aber los, ne? Ich werde jetzt in ein paar Sekunden abgeschossen. Das ist verrückt. Ah, das ist tatsächlich... Ich wollte es nur sagen, auch halt's Maul doch auch einfach. Und dir gebe ich nochmal die Scheiße. Komm mal lieber näher, Pömstefix. Ja, nee, ich will halt nicht abgeschossen werden. Du kannst schon schießen. Da kommen gleich Heavies.
Ja, links von dir. Du musst zwischen uns gleich puste. Wir müssen nochmal rausrotieren. Ich gehe. Ich glaube, die Heavys haben keine Muni. Die würden mich schon längst wegschießen. Nee, ich glaube nicht. Da sind die Foundations im Weg. Die sind doch nicht leer. Ich sag's euch. Ihr seid dumm. Weiter geht's. Doch, die sind leer. Wo ist der Jenny? Geradeaus hinter mir. Da lang. Aua. Warte. Ich muss Winkel nochmal anjustieren. Ich werde nämlich so laufen, dass ich die ganzen rechten Heavys dir wegtake. Ist gut. Ich krieg 22er jetzt. 13er sind die Optimaul, ne? Ja, außer sattelmäßig. Wenn du kannst, da links, entweder links oder rechts, das Heavy. Ich soak grad nur Heavys, das ist eigentlich ziemlich geil, meine Posi. Jungs, soll ich die soaken einfach? Mach mal. Wir hätten pre-netten sollen, die sind nämlich on, ne? Rechnet damit so ein bisschen vielleicht. Dreh mal zwischen uns bei, ich zieh nochmal wieder raus. Wie sieht's mit dem Leben aus? Das war überhaft. Drittel. Ein Heavy ist leer oder Line of Sight. Ich kann nochmal weiter rein, wenn ich soll, ne? Müsst ihr sagen, ich hab nur grad 16er Hitze. Du kannst jetzt schon auf den Tag. Ich seh den Jen, ich kann mir den jemand pinken. Der ist. Da. Jetzt krieg ich hier Wolf-Agro, Jungs, das glaubt ihr mir nicht. Hitten. Ich muss die kurz tag-rifeln, sorry, Männers. Ich hab hier wirklich ein ganzes Rudel am Po-Backe dran. Och, Mann, Leute, muss das jetzt hier sein? Kann ja gar nicht gerade hier richtig rein. Links, die Heavys sind aber leer. Ja, die anderen auch. Okay, das Tag brauche ich noch gar nicht soapen. Dann nehme ich das noch nicht. Müsste meinen Stegel dann aber auch wechseln gleich. Ist weg, ist dann. Oh, die sind sogar aus hier. Okay, Männers, wir machen das jetzt so. Ich hole ganz schnell C4. Holy links sind doch, kannst du links vielleicht noch die Turrets alle clearen? Da stehen noch eine ganze Handvoll Tags. Wo steht denn da was an Tags? 10 Meter neben uns, sag mal. Ich mach die kurz weg mit dem Moon ready. Lol, okay. Nee, dann will ich bitte. Aber jetzt habe ich schon den Moon ready geschnappt. Jimmy, das ist mein Moon ready. Wo ist denn da Puste ready? Also, die haben drin eine unfassbar kränke Wall. Oh, da hinten ist noch ein Heavy. Wie kann ich denn hier sprengen? Wie nah komme ich ran? Okay, wir machen es erstmal so, bevor ich jetzt hier ans Sprengen denke. Gehe ich gucken, ob ich noch Heavys gesoakt kriege hier vorne. Ich könnte hier gerade eins soaken. Hab einen 15er Hit drauf. Weil dann können wir hier die Turrets blowen, die ganzen Heavys. Komm, dann machen wir einen schnellen, quicken, geilen. Warte, ich hab hier einen Turret in meinem C. Mate Boost, komm schon. Ja, Mate Boost ist drin. Takes werden gefetzt. Ich hab hier oben auch zwei Takes down. Sauber, Männers! Wir machen das wie Profis. Oh, jetzt zog ich gute Heavys. Oh, jetzt zog ich gute. Siehst du das? Aber ist ja, gut, ist gut. Die müssen eh leer, die Heavys. Ja, das ist nur ein Tag. Ja, und drei Heavys oder so. Oder vier Heavys. Oh, Schmu hat, glaube ich, was aufgehört schon. Warte, lass mich doch noch ein bisschen, oder? Ich nehme eins weg. Okay, willst du rein? Ich habe noch 5k. Ja, ich kann noch ein bisschen. Warte, ich wechsle Winkel, dass du vorbeikommst. Nee, ich zieh rechts von dir. Ist alles gut. Ich moke it. Ich moke it, Schmu. Ich bin ein Moker. Bist du Moker? Jawohl, Mensch. Mensch, Puste, siehst du, was wir machen? Siehst du, wie das geht? Ich sehe das, ja. Du wünschst, du würdest öfter mit uns spielen, ne? Ja. Das Ding ist, es geht tatsächlich smoother als meistens sonst. Aber das liegt daran, wir sind vielleicht nicht die Besten, aber wir spielen halt seit 3000 Stunden zusammen, weißt du? Das Ding ist, ihr pressert halt gut. Das ist das Ding, was die meisten sonst nie machen. Ja, das musste halt. Ja, eben. Und das ist das, was uns dann am Ende immer hops nimmt, weil es halt das Wichtigste ist. Mein Gott. Okay, ich würde jetzt hier absteigen. Ich spreng alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, ich habe noch ein Tag weggemacht, das aus war. Kann kurz jemand mit dem Stack-Mac damit hochkommen? Was ist ein Stack-Mac? Ich würde ganz gerne kurz blowen, wenn das okay ist, bevor irgendwas passiert. Ich loote, wenn du weg bist, spreng ich. Ich loote eben die Munition. Kann ich hinten lang einfach so? Wo ich bin. Kannst du einfach hin. Oh, Schmu, du machst die Breitseitentaktik. Ich habe aber... Du bist Female? Ja. Dann kriegst du hier ein Mail in die Fresse. Ist aber Quatsch jetzt. Ich soak gerade das Shandy von unten. Oh, ich bin aber fast down. 5k, ich muss rausziehen. Oh, das ist blöd für einen Puste. Nee, geht sogar, oder? Nee, also für mich geht. Wenn du noch ein Stück zurück kannst, dann kann ich auch schießen. Kannst du noch einen Müll zurück? Ja, Jetzt ist gut. Wenn Moon in die andere Seite tankt, dann bist du zwischen uns völlig safe. Oh, jetzt werde ich aber gelasert. Ja, ich hab ein paar. Kommst ja, ein du paar ran, ist oder gut, nicht? Ich muss gleich. Nee, ich komm nicht ran, komm nicht. Auf 8k. Egal, aber wir soaken einfach. Und von oben konntest du nicht mehr ballern? Nee, von oben stehst du halt schief und dann schießt der Rex halt dahin, wo er will. Naja, aber du kannst ja auch mit dem Kopf drüber head glitschen. Kannst das von mir aus probieren. Da stehen auf der Klippe noch welche, ne? Eins. Ja, das schießt. Das da. Ich bin halt zu weit weg. Richtig. Und so konnten wir mit unserem ersten Push bereits richtig guten Progress machen. Wir haben noch eine Weile gesoaked und dann sind wir mit dem Tech-Rex hin. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir gleich noch eine Überraschung bekommen. Sind das wirklich die einzigen Turrets, die das Chandelier von unten covern? Nachdem, wie ich es gesehen habe, auf jeden Fall, ja. Wer ist denn der Mavwing? Ich nicht. Ist hier ein Mavwing? Ja, ja, der fliegt dann mit dem Suit, Wo? Über unserer FOB? Nee, da ist er gerade gejumpt. Hast du gesehen? Nein. Ganz weit oben, relativ weit oben. Okay, ich zog einfach weiter, ich sehe den nicht. Weißt du, der kam nicht aus der Cave, ne? Das hätte ich gesehen, nee. Die ersten zwei Tags unter der Cliff sind, glaube ich, schon leer. Ja, ich hätte.
Sauber. Stone, oder? Ja, Stone. Ja, na, aber guck mal. Also braucht ihr mich quasi gerade gar nicht. C4 brauchen wir ganz viel. Actually leer. Ist schon verrückt. Da ist ein Mare-Wing. Und ein Tech-Gate. Kill den mal nicht. Vielleicht haben die noch Alert-Shit. Wir können jetzt, weil das Tech-Gate noch da ist, hier alles clearen eben. Okay, puste Maus, der Maus. Ja, Mäuschen. Ja, weil 2 C4 ist recht genau für 2 Heavys hier. Also ich hätte noch 6 Raketen. Warte. Ich komme doch, Chefs. Wir müssen halt das Chanding noch. Hier die Turrets sind weg. Das Chanding müssen wir noch bebandigen. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und check mal die Lage, ja? Hier rechts müsste dann irgendwas kommen. Oh ja, oh, da sehe ich schon Wall klabusteln und ein paar Biertraps durch den Augenschwings, da sehe ich die. Hier stehen erstmal noch ein paar Turrets im Gang, wie es scheint dann. Wir müssen jetzt halt hier clearen, so gut wie geht. Ich würde nicht den Slam clearen. Ich würde sagen, schnell Raiden Scheiß drauf und einfach nur die Turrets clearen, oder? Ja gut, das können wir auch machen, ja. Und dann machen wir es so, die Stegos stellen sich rückwärts hin, token kurz die Tags, Puste macht sie weg und öffnen. Und dann macht Puste das erste Tag-Turret weg und danach rocketen wir. Sesam, öffne dich. Ja. Mach's weg. Dann kriege ich so auf den Lachs, Alter. Ist Tech-Turret weg? Ja. Sollte. Okay, dann drehe ich jetzt um und run da wie ein Mann rein. Geh mal ein Steppo weg, wo er geht. Nee, ich bin hier am Stacken, Alter. Das erste machst du, Schmuh. Das erste lasse ich dir. Mein Steger hat überdreht. Oh, mein Schmuh, du hast alle gemacht. Oh, da kommt jetzt eine Wall. Ja, das meinte ich. Guck mal, die Spieler fallen. Schieß da mal bitte mit der Techo drauf. Raum drauf da, Jungs. Liegt da C4 drunter? Nee. Die Player-Traps nerven doch nicht, oder? Ja, an Stego nicht, aber uns irgendwann schon. Also ich würde sie... Also wenn sie netten, dann ja. Was schießt mich denn hier schon ab? Die Wall schon. So, Power-Soaking. Und danach ich. Und dann Cakes und Dadon und Dings. Und dann rotieren wir jetzt im Dreieck durch. Hey, dann muss ich wohl ein bisschen hier lang... Hier baut jemand einen Counter-Fob oder so. Ja, hier baut jemand einen Counter-Fob. Wo? Abbruch, hier. Abbruch. Raus hier. Aber da stehen noch keine Töls. Ich dachte, das ist unsere Fob gerade. Ich hole einen Rex und spring rein. Da unten das? Ja. Hol einen Tech-Rex. Schnell. Ich bin auf dabei. Einem drauf, ich könnte loslaufen. Dann mach. Wo? Hier. Unten oder? Unten, da. Hab gepinkt. Jo, komme. Doch, der Turrets sind oben drauf. Der braucht die nur anmachen. Oben rechts auf einem. Dann Cooldown. Da schwebt er. Er fliegt gerade weg. Einer fliegt gerade weg. Out of Render. Ich komme halt hier aus der scheiß Cave nicht raus. Die Foundations blocken meinen Arsch. Dann nehme ich jetzt meinen eigenen Rex und drop den raus. Kann ja nicht sein. Mach das. Schießt du drauf, Schmu? Ja, ich versuch die. Ich werd von dem Scheiß. Ich werd von dem Trike gemacht. Du kriegst 6 Damage. Egal, Schmu, ich bin über... Ja, aber der kickt mich rum wie ein Idiot. Ich kann nicht schießen so. Ich komm von oben, mach die Turrets weg. Ich muss ihn kurz killen. Kill ihn, ich mach die Turrets oben drauf. Der hat aber schon wieder aufgepickt. Ja, ist doch ja, besser okay. Besser ist es auch für ihn. Ja. Besser ist das auch für ihn, sag ich dir. Schieß drauf, Schmu. Gut. Ja, mach ich. Als ob der hier eine Counter-Fob zünden wollte. Aber als wenn ihr nicht von oben schießt, als wenn ihr da so runtergehüpft seid. Ja. Guck mal, wie cool ich das mach. Ja, zu dritt geht das doch schnell einfach rein. Dann. Ich mach C4. Also der hatte scheinbar großes Feuer, hatte 6 Elemente drin. Achtung, Puste. Jawohl. Bitte puste mich nicht weg. Oh, alter Schmu, du hättest mich fast hochgejagt. Junge. Ich geh meinen Rex wieder im Forcefield parken und dann weiter an den Zug, Jungs. Waren das alle? Ja. Hier ist einer, lol! Bei mir ist einer, Jungs! Ich hab keine Waffen bekommen. Ich hab Waffen. Wo? Hier irgendwo. Attack-Raffelt mich. Ich snipe ihn jetzt gleich ab. Ich hab ihn leider gepinkt. Hat einen Hit. Noch einen Hit. Fliegt weg. Noch ein Hit? Nee. Hab gelogen. Ja, haut ab, glaube ich. Hat noch ein Hit. Oh, daneben. Er hatet mich auch gerade echt gut. Hat noch ein Hit. Noch ein Hit. Mein Tech-Suit ist broke. Im Rex, da ist noch einer drin. Ja, ich zieh weg. Ich hab Flak gewechselt. Ist er jetzt unten? Ich hab genau meinen Ping. Bin gebolert. Ich werd getag-rifled. Er brennt. Werd getag-rifled. Bin tot. Ich hasse dieses PvP, ne? Also das ist an Asa besser. Take-O-In. Da kommt noch wer. Er tag-rifled deinen Rex. Hat einen Hit. Noch einen Hit. Ich hab auch noch eine Fabi da. Alter, ist das schwierig zu treffen. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Wo ist meine Fabi? Die hab ich. Der Rex ist tot. Junge, ich hätte ihn durch, ne? Durch. Dann kann ich jetzt nichts machen. Oh Mann, ja gut, hätte ich die ganze Zeit nicht schießen sollen, oder? Nein, ist alles gut, aber haben wir keine weitere Fabi? Und jo, das sind zwei. Es sind zwei, die sich aber schnell wieder verpisst haben. Pustefix war schon fleißig und hat versucht, im Raid weiter zu progressen. No way, die Wall ist aus. Was? Wie? Die hatten ihren Jenny vor der Wall, die Wall ist komplett aus. Hä, wo stand der Jenny denn? Genau da.
Laber nicht. Sind wir dumm. Ja, dann Spielerfallen ohne Ende, ne? Warte mal, Schmuck. Ja, das, ich hab gefragt, sind hier Spielerfallen? Ja, 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 alles voll, ja, aber warte. Aber die siehst du doch, seid ihr blind? Ich mach dir... Kann ich jetzt oder nicht? Na, ja, ja, hier links, ja. Links, ja. Ich bin trapped. Die war im Mesh. Und ich werd abgeschossen. Die war im Mesh, Schmuck, da kann ich nichts. Dauert das kurz. Kacke, Alter. Muss kurz deinen C kitzeln und ready. Ich, also mein Stegos ist gleich tot, du müsstest hier rüberkommen vielleicht. Ja, Moment. Muss die Beertraps mir hier jetzt clearen? Du kannst da durch. Ja, komm. Auf. Ja, reicht doch. Du kannst rausgehen. Ich clear mir hier nur ein bisschen. Und da schießt nur noch eins. Ich habe ein Standbild slash Crash. Bei mir sorgst du wie ein Meister. Also ich habe ein Standbild, ne? Ja, hast die Wall gesorgt. Perfekt. Spiele ich noch gut? Du hast die Wall gerade leer gemacht, ja? Da hinten kommt noch eine Wall. Die ist wirklich dick. Das Problem ist halt... Ich spiele gerade nicht, aber trotzdem spiele ich gut. Was kommt denn da jetzt noch? Noch die letzte Wall, die man in jedem Raid hat. Die man sieht und denkt, ach nee, vorne ist die Wall, ich meine. Die du anguckst und dir denkst, muss die jetzt noch sein. Okay, muss die jetzt noch sein? Also physisch ist sie nicht so groß, ist sie groß, aber turrettechnisch nicht, wie gesagt. Ich zog schon mal 4 Turrets. Ah, ist eine kleine Wall, ein kleines Wölkchen, sag ich. Ja gut, dann zeig ich jetzt einfach meine Stegos dadurch. Guck mal, ich nehme die zwei, du die anderen, ist doch fair. Ich habe eben einfach alle 4, ich bin auch ein Maker und you not, ne? I'm a Maker and you not. Okay, Puste, ich muss da erst Tech Rifle ein bisschen. Beschütz mich. Schütz dich. Hast du Cakes, Puste? Ja. Heile ich ein bisschen gegen? Ja, fast komplett heile ich gegen mit Cakes und Bier. Mach ich Beertraps weg, ja, ne? Ich hol jetzt auch meine Cakes und dann geht's ran. Du stehst da wie ein Fels in der Brandung, ne? Sogar kaum damaged mit dem ganzen Stuff, was da passiert. Du musst jetzt gleich hier auf der Seite vorbei. Und oben die Cliff. Go, Puste, go. Schmu, go. Machen ganz deep. Rechts an der Kante. Da sehe ich 600er Hits. Ich gehe noch deeper. Du kannst easy. Easy. Kann auch noch mehr. Du kannst auch noch weiter. Jawohl. Und da hältst du drauf. Ah, jetzt zieht's mir runter. Ich habe noch Cakes. Beer Trap. Du bist bambuselt. Ich bin Half-Life jetzt gleich. Stell dich rechts von mir, okay? In Bereitschaft, weil dann laufe ich nach links gleich weg. Und du ziehst den dann. Jawohl. Ich weiß halt nicht, wie viel HP das Ding noch hat, ne, die Clip. Kannst du deinen Kopf kurz wegdrehen? Das sehen wir, wenn sie down geht. Nee. Okay, mein Stego ist nur leider auch down. Aber Schmur, ich bin neben dir, wir sind Kumpel, Rex-Kumpel. Oh, da krieg ich aber die Hackfresse voll. Und go, Schmur. Jetzt oder nie. Schaffen wir nicht. Ich bin tot, ich bin gleich tot. Raus. Ja, raus. Weißt du was in so einer Situation... Munin, hast du nicht Kakis getamed? Ja. Ja, wenn du uns da reinschmeißt mit dem Rocket Launcher? Ja, aber wenn du... die sind auf einer anderen Map. Naja gut, dann holen wir die halt. Du weißt ja, Puste, dass ich gebe nicht gerne an damit. Aber ich bin ein ausgezeichneter Kaki-Werfer. Nein, bist du nicht. Ich bin der Gute. Meine Würfe waren gut und deine waren immer irgendwo ins Nirvana. Du könntest mich als ersten Testkandidaten reinwichsen, wenn du willst. Ich würde euch nicht gleichzeitig. Hauen. Nicht gleichzeitig. Das kann ich nicht. Wie nicht gleichzeitig? Das dazu müssen ja, ich mit könnte Zebra das werfen, ne? Er guck mal und er sagt, ich kann nicht. Ich dachte, ich das ist ja pure. Nur noch mal nach. Das ist ja jetzt aber verrückt hier. Siehst du, was ich meine? Mein Wunschziel wäre genau dort. Man darf Wunschziele, ne? Ich bin wie die Deutsche Post. Du kannst ein Ziel angeben, aber ich kann dir nicht sagen, ob du ankommst. Der Puste geht ab. Alter. Das ist ja mal. Du bist an der Kante hängen geblieben. Das erzählt mir auch, dass ich hängen geblieben bin. Oh, und ich werde in die Fallen gedonnert. Abgezündet. Bam, ich bin tot. Ein Schuss habe ich abgegettet. Ihr knallt gegen die Decke. Tatsächlich war auf meinem Screen der Pustelfix nicht so an der Decke. Bei mir, ja, der Pustelfix war der Testkandidat. Also bei mir bin ich nur so 10 Meter nach vorne geloppt, straight in die Bären fallen vor die Wall. Geb ich ja zu, der war nicht ganz so gut. Ich bin, mir ist geslurpt. Warte, Schmu, peilst du mittig an. Ja, Wunschziel ist geäußert. Der Pustelfix hat nämlich kein Wunschziel gegeben. Und go. Das geht perfekt in mein Wunschziel rein. Ist das geil. Erste Zündung geht. Ich krieg 2. Hit. Ich krieg 3. Ja, wenn du über den Turrets bist, dann kriegst du bis der Schwebe tot. Nee, und ich hab keine mehr. Ich versuch rauszuturnen. Nein, ich bin tot. Hab halt jetzt 2 Minuten Cooldown. Da haben wir doch immer so gesagt, so rotier mich auf den 10 auch. Ich bin immer richtig, Junge. Da war uns so auf Cooldown so hochgewichst beim Reiter. Wir waren auf 10, im Raid auf 10 Minuten Cooldown. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auf 5er hochrotieren. Ich bin für die 5 offen. Ich komme da so niemals hin. Ja. Das ist nix, das ist Quatsch. Oh doch, die Rocket hat aber gut gezündet, ne, von der Position.
Die zweite auch. Aber ich rotiere auch auf den Zehner hoch, das weißt du, Sili, ne? Ja, wir rotieren uns beide hoch. Das ist halt, wenn man gierig ist. Oh, also jetzt. Schwer, sorry. Aber da bist du sogar eine Kurve geflogen, ne? Eine Kapriole. Können mich langsam mal alle. Ich bin noch nicht einmal in die Wall gekommen. Du hast ihn ja. Oh, der kommt. Alter, fliegt er wie ein junger Gott. Hab reingebogen. Ich stehe. Kann ich nicht. Aber ich kann noch zünden. Ich zünd noch eine noch. Vielleicht. Drück, Sibi, drück. Ah, nicht, oder? Ja, aber ich hab's aufgegeben. Ich komme ja eh nicht bei der Wall an, wa? Ich sag tatsächlich, das Ding, das Problem liegt beim Flieger. Weil ich bin bisher immer wunderbar da reingekommen. Du müsstest wie ein Gott jetzt. Durch. Schon wieder gegen die Kante, oder? Ja. Ich kam wenigstens mal vorne an. Zünd doch was. Jawohl. Ja, ich wollte halt, war in der Hoffnung, dass ich dann laufen kann. Hä, aber du bist wieder irgendwie so abgeprallt. Wobei die schlechtesten Würfe kamen tatsächlich alle nicht von mir, muss man sagen. Mach. Fix mich. Wieso schmeißt er dann immer so hoch? Ich kann das alles nicht. Abgeprallt am Zwambo. Ich kann aber, ich krieg kaum Hits. Mach es. Oh, meine Flak ist kaputt. Da, auf einmal kamen die Hits rein. Was habe ich denn kaputt gewichst? Da unten, Alter. Ich fliege an die Decke. Ja, bin am Stein hängen geblieben. Aber du bist in der Wall. Ich komme jetzt zu dir, Puste. Ich lande leider vor dir. Achtung. Alter. Los, lauf. Wie lauf? Ich komme hier nicht vorbei. Ich habe dich gekillt. Oh. Nee, ich stehe hier. Lauf durch, Jungs. Das ich kann nicht durchlaufen, Mann. Lauf durch. Doch kann ich. Vielleicht. Aber ich krieg zu dick. Das wird ganz eng. Puste, ich deck dich. Geh weiter runter. Ich hab gar keine Flak mehr an. Lauf, oh, du schwitzt. Ja, ich häng an der Kante. Ich häng. Ich bin drin. Ja, Jungs. Ich auch. Ich bin ja so gut. Als ob wir das gerade im Double-Zweck. Das war ganz verrückt. Das war wirklich ganz verrückt, was ich da. Also ich war nackt und Sion und Stego. Da war doch geiles Teamplay. Kannst du den Tech-Gen eliminieren? Findest du den? Hab ich doch schon. Ist die Wall aus? Müsste. Okay, Männer. Ich hol C4 und leg die Wall. Ja, mach du das und wir machen langsam den Loot auf, okay? Aber langsam, okay? Hier sind doch Betten, Fuß, die hier. Aber du hast doch auch Rockets, oder nicht? Ja, aber du hast eine Tech-Rifle und damit geht das viel schöner. Schmu, was machst du da hinten? Cryos! Och man, Schmu, nicht vorlooten. Der Schmu lootet vor. Das ist halt Quatsch. Das ist halt echt Quatsch. Ich hab einfach einen kompletten Cryo-Floor geworden. Strider. Nee, ich will Karcher, Rest ist mir scheißegal. Warte mal, vorne kurz. Die sind aber auch noch pin-coded alle. Fix mal rein. Fuß, wir müssen uns Zeug holen, ne? Alter, wie wir die Wall hier weggezwambut haben. Bei uns ist das Raiden immer so dumm, ey. Ja, es wird immer lächerlich irgendwie. Wieso hat er denn Tames im Fabrikator? Ich nehme einfach mal alles mit. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Okay, was soll ich zuerst openmaken? Ich habe Fjordhawks ganz viele. Ihr macht bei den Tames. Okay, ich mach erstmal hier die Fridges, okay? Mach du alles, was Tackle. Dinos. Nee, erstmal hier die Fridges. Wir machen von links nach rechts alles auf. Dann machen wir das systematisch. Alter, der hat so viele Strider! Wirklich? Ja, 7 Stück oder so. Nein, von links nach rechts, Puste, fix. Was denn? Der Puste lootet wieder vor. Der Puste sucht nach C4. Ja, aber wir haben noch einen Tech-Rex. Das ist Wahnsinn, aber der macht halt an Metal keinen Damage. Okay, Puste, dann Achtung. Ich fix die ganze Ladung weg. Da müsste doch irgendwo jetzt gleich C4 sein, oder nicht? Ist da alles weg? Ja, hier sind Fabrikatoren und alles. Da wird doch ein bisschen Ele noch. Ego-Ei, nimm mal mit. Dropp mal bitte, wenn in Backs nur so ganz wenig Mist drin ist und Shit, dropp den mal bitte, dass wir da nicht alle 10 mal reingucken. Tech-Trikes. Hey, ihr lootet die ganzen Sachen nicht. Ihr seid nur dumm, Rhinos, alles. Hä? Ja, das wollte ich liegen lassen, damit ihr gucken könnt. Und die Blueprints hier wollt ihr nicht? Tech-Rifle-BPs und alles? WTF, ihr seid solche Lutscher. Boah, jetzt zündet ja so durch. Ich loote gierig. Ich bin down. Nein. Alter, habt ihr mal die Steo-Sättel gesehen? Er war richtig bereit. Ihr schießt doch einfach ohne Rücksicht auf Verluste in die Dinger rein, ne, ihr Wichser. Komm, Simon, geh looten. Geh doch, Simi. Lass doch looten, Jungs. Geh doch. Hört doch auf. Die waren alle leer hier, ne, die ganze Palette. Jetzt nee, hier nicht. Eine Flakbrust. Hier ist ein kompletter Wall voll Grappling Hooks. Oh, Helme. Hier ist eine Tech-Reife, geil. Hier ist halt auch eher Quatsch drin. Gen, Transmitter, das ist, guck mal hier sind auch ganz viele Boss-Sachen. So Venom. Habt ihr alle Cryo-Fridges geguckt, wo gut ist? Da ist nichts mehr drin. Und damit, würde ich sagen, war der Raid erfolgreich. Die Gegner hatten einen echt guten Karcher. Aber doch ein netter Raid. Der Profit war natürlich... Ja. Der Profit war immens, wenn wir den Karcher geklont haben. Das einzige Problem, er war nicht gecryot, sondern stand draußen. Deswegen mussten wir jede einzelne Foundation clearen, um selbst eine Klonkammer bauen zu können. Cloning, 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 Cloning. Cloning, Cloning.
Als ob. 2,5 Stunden. Schüss. Denn klonen können wir den Karcher trotzdem. Jetzt mussten wir nur noch die restlichen Tames töten und 2,5 Stunden warten, bis der Karcher geklont ist und uns gehört. Ja, wenn er sich, glaube ich, zieh da mal mit dem Loot ab, ne? Ich habe die ganze Zeit alles auf Tash. Ich habe mich also ums Loot abtraveln gekümmert, bin zurück zur FOB, hab aufgeräumt und den Raid beendet. Lasst mir ein Abo da, haut rein und ciao.